Nee, so. Hallo Leute, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Tja. Heute erkläre ich euch, wie man eine Kokosnuss öffnet und isst. Viele meinen, ja, es sei total schwierig, eine Kokosnuss aufzukriegen. Quatsch! Nehmen wir zum Beispiel diese Kokosnuss hier. Da braucht man nur ein Messer. Zack! Fertig. Ja, was soll denn daran schwer sein? Da kann ich ja nur lachen. Oh, Was? Das ist gar keine Kokosnuss. Eine Pappelmuse. Alle wieder bei uns in der Redaktion. Alle beschweren sich, dass das ja gar nicht stimmt, was Sie da vor der Kamera vorführen. Also geben Sie sich ein bisschen mehr Mühe. Na gut, da habe ich mich wohl vertan. Dann nehmen wir eben diese Kokosnuss hier. Einfach aufschneiden. Fertig. Oh, die Kokosnuss war, glaube ich, nicht mehr gut. Ist nur Luft drin. Tja. Ja, bitte? Das sieht doch wohl jedes Kind, das ist ein Fußball, das Sie da aufgeschnitten haben und keine Kokosnuss. Auch keine Kokosnuss? Aha. Die Dumpfnuss. Dumpfnuss? Wer? Da, Sie. Ich? Und jetzt geben Sie sich gefälligst ein bisschen mehr Mühe, sonst rufen die Zuschauer alle wieder in der Redaktion an und beschweren sich, dass das überhaupt nicht stimmt, was Sie da von der Kamera vorführen. Da habe ich wohl wieder was verwechselt. Aber wo soll ich jetzt eine richtige Kokosnuss herkriegen? Aua! Da ist ja eine. Also einfach aufschneiden, ne? Geht nicht. Ja, dann nehmen wir eben eine Säge. Einfach aufsägen. Geht auch nicht. Mist. Na ja, aber mit dem Hammer. Einfach draufhauen. Aua! Wisst ihr was? Kokosnuss schmeckt sowieso nicht so toll. Esst lieber meine Pappelmuse oder Fußball. Aber fragt lieber noch bei euren Eltern. Tja. Tja, das war's.